Problem ist dabei, dass in der Regel halt die Regelwerke und Statuten der Verbände ein solches Szenario nicht vorgesehen haben. Also dass natürlich hat niemand wahrscheinlich mehr damit gerechnet, dass in Europa mal ein Krieg dieser Größenordnung ausbrechen könnte. Grüß dich und herzlich willkommen im Sportsmaniac Podcast. Mein heutiger Gast ist Christian Keidel, Partner der renommierten Rechtsanwaltskanzlei Lenze Stopper aus München. Wie wir hier schon in den letzten Wochen im Weekly Update Podcast thematisiert haben, hat der Angriff Russlands auf die Ukraine auch zahlreiche Auswirkungen auf den Sport. Und immer häufiger stellt sich nun die Frage, was sind eigentlich die rechtlichen Konsequenzen und die juristischen Fallstricke für Sportorganisationen und Sportler? Dieser Frage gehen wir heute hier im Podcast nach, die wir übrigens einmal für den Kontext am 31.03.2022 aufgenommen haben. Mein Name ist Daniel Sprügel und bevor es losgeht, ein Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner CollectID. CollectID bringt Merchandising-Produkte von Sportclubs und Brands in die digitale Dimension und ermöglicht es Fans, ihr Lieblingstrikot auch im Metaverse zu tragen. Dadurch werden physische Merchandising-Produkte zu einem direkten Kommunikationskanal mit den Fans und erlauben eine individuelle Interaktion. Fans halten einfach nur ihr Smartphone an das Trikot und tauchen dadurch in die digitale Welt ihres Lieblingsvereins ein. Dabei können sie einzigartige Inhalte abrufen, persönliche Erinnerungen auf dem Trikot speichern oder es einfach als Eintrittskarte ins Stadion nutzen. Wenn du mehr erfahren willst, wie andere Clubs, wie beispielsweise der VfB Stuttgart oder Bayern 04 Leverkusen, ihr Merchandising-Produkt digitalisieren und so Mehrwerte für Fans und Vereine schaffen, dann geh jetzt auf sportsmaniac.de/collectid-cases. Und jetzt viel Spaß hier in Folge 354 des Sports Maniac Podcast. Herzlich willkommen im Sports Maniac Podcast. Wir beschäftigen uns heute leider, muss man sagen, wieder, aber für unseren heutigen Gast Alltag, zumindest aktuell mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Auswirkungen auf den Sport. Es wurden in letzter Zeit viele russische Sportlerinnen und Sportler ausgeschlossen von Wettbewerben. Es wurden Events in Russland abgesagt. Es wurden russische Verbände auch ausgeladen von Events. Es wurden Sponsoring-Partnerschaften beendet, wie beim FC Schalke 04 mit Gazprom oder bei Eintracht Frankfurt mit Kaspersky. Und die Frage ist jetzt natürlich, was sind eigentlich die rechtlichen Konsequenzen und die juristischen Fallstricke für Sportorganisationen jetzt auf diesen russischen Angriffskrieg? Und da ich da gar keine Ahnung von habe, habe ich mir jemand eingeladen, der hat das aber. Herzlich willkommen im Podcast, Christian Keidel, Partner der renommierten Rechtsanwaltskanzlei Lenze Stopper aus München. Grüß dich, Christian. Grüß dich, Daniel. Vielen Dank für die Einladung. Also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du wirst sicherlich gerade einiges zu tun haben, denn du hast ja auch schon zu mir gesagt, ihr habt einige Anfragen bekommen jetzt gerade zu Beginn des Angriffskriegs Ende Februar. Vielleicht gibst du uns da mal kurz einen Einblick. Was ist da genau bei euch passiert und wie hat sich der Sport dann bei euch gemeldet? Wir beraten ja einige internationale Verbände und bei denen gingen dann schon relativ schnell die Alarmglocken los. Also auch der IOC hat ja relativ schnell dann reagiert und Empfehlungen veröffentlicht, in denen gesagt wurde, die internationalen Verbände sollten zunächst russische und weißrussische Athleten nicht mehr zu ihren Wettkämpfen zulassen. Genauso auch nicht offizielle, also sprich Schiedsrichter und ähnliches. Zudem hat der IOC empfohlen, dass auch Veranstaltungen, also keine internationalen Sportveranstaltungen in Russland stattfinden sollten, bis auf Weiteres. Und da haben dann die internationalen Verbände eigentlich alle entsprechend darauf reagiert. Und wie war das bei euch im Büro? Also gab es da Kollegen, die erstmal das E-Mail-Postfach voll hatten, standen die Hörer nicht mehr still? Was waren denn so die dringendsten Fragen aus dem Sport? Die dringendsten Fragen waren natürlich, können wir diesen IOC-Empfehlungen folgen? Also können wir einfach Athleten aus Russland ausschließen? Können wir Athleten aus Weißrussland ausschließen? Das Problem ist dabei, dass in der Regel halt die Regelwerke und Statuten der Verbände ein solches Szenario nicht vorgesehen haben. Also dass natürlich hat niemand wahrscheinlich mehr damit gerechnet, dass in Europa mal ein Krieg dieser Größenordnung ausbrechen könnte. Und deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, das dann umzusetzen. Gleichzeitig haben wir auch noch gerade einen internationalen Verband, der hätte jetzt eine Weltmeisterschaft in Russland gehabt in 2022. Da musste man natürlich auch schnell reagieren, auch eine relativ große Weltmeisterschaft in dem Fall, und sich überlegen, können wir die einfach absagen oder nicht? Also können wir den Vertrag kündigen, weil das ja auch theoretisch mit Schadensersatzforderungen von der russischen Seite verknüpft sein könnte und so weiter.
Dann lass uns mal mit den Sportlern starten. Gerade nach den Olympischen Spielen ging es ja leider los mit dem Angriffskrieg. Dann gab es da die Paralympischen Spiele, da wurden schon die russischen Sportlerinnen und Sportler ausgeschlossen. Die Frage, die mich natürlich beschäftigt und sicherlich auch dann eure Klienten und auch euch, was ist denn die Rechtsgrundlage für so einen Ausschluss von den Sportlern? Die muss man eigentlich in erster Linie mal versuchen, in dem einzelnen Verbandsregelwerk zu finden. Ist in der Regel schwierig. Der IOC hat da einen Weg vorgezeichnet und das als sogenannte Präventivmaßnahme deklariert. Also sprich, der IOC ist der Ansicht, dass um die Integrität der einzelnen Wettbewerbe zu gewährleisten, es notwendig erscheint, russische und weißrussische Athleten auszuschließen. Hintergrund ist der, dass der IOC meint, es wäre nicht gerechtfertigt und es wäre sportlich unfair, wenn ukrainische Athleten nicht bei den Wettbewerben teilnehmen könnten, weil sie im Krieg verwickelt sind und es russische Athleten aber könnten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, was wir tatsächlich auch oft gesehen haben, ist derjenige, dass viele Sportler und auch Teams einfach die Teilnahme verweigern, wenn zur Debatte stand, ob es russische und weißrussische Athletenteams auch ebenfalls teilnehmen. Das haben wir zum Beispiel beim Fußball gesehen, wo Russland ja gegen Schweden und Polen hätte spielen sollen in der WM-Qualifikation und da die Schweden und Polen sofort gesagt haben, nee, wir spielen da nicht. Spricht das nicht gegen die Olympische Charta, die ja auch vorgibt, dass ja jeder das Recht darauf hat, egal welcher Herkunft und welcher Konfession, an den Spielen teilzunehmen? Das stimmt, das ist tatsächlich der IOC nennt es ein sogenanntes Dilemma und das ist wirklich ein Dilemma, weil eigentlich ist der Sport oder hat sich der IOC in der Olympischen Charta auf die Fahnen geschrieben, dass politisch unabhängig der Sport organisiert sein soll, also frei von politischen Einflussnahmen. Und dann ist es natürlich tatsächlich etwas eigenartig, wenn aufgrund von Handlungen einer Regierung Sportler dann gesperrt werden oder beziehungsweise Sportler darunter leiden sollen. Gleichzeitig eben hat der IOC gesagt, können wir nicht riskieren, dass die Wettbewerbe nicht mehr funktionieren mit den russischen Teams oder Sportlern, weil eben andere nicht mehr mitmachen wollen. Und was man auch gesehen hat, tatsächlich in der Anfangsphase ist, dass russische Sportler auch zum Teil bedrängt wurden von anderen Sportlern und oder auch einfach irgendwie Passanten, die da beteiligt waren. Und auch diese Präventivgedanke, dass man natürlich vermeiden muss, dass da russische Sportler angegriffen werden. Auch dieser hat eine Rolle gespielt bei diesen IOC-Empfehlungen. Und die meisten Verbände haben das dann auch genauso umgesetzt und haben gesagt, das ist jetzt keine Sanktion von russischen Sportlern oder Offiziellen oder keine Sanktion von russischen Teams aufgrund dieser Kriegslage, für die sie ja eigentlich nichts können, sondern es ist eben eine sogenannte Präventivmaßnahme, um den Wettbewerb und auch die russischen und weißrussischen Sportler zu schützen. Wenn ich jetzt Eventveranstalter bin und wir haben ja den großen Sommer-Event-Fahrplan vor uns liegen, wo einiges geplant ist, wo auch sicherlich viele Sportlerinnen und Sportler aus Russland teilnehmen wollen, trotz der aktuellen Situation. Wenn ich jetzt als Veranstalter damit abwäge, ob ich russische Sportlerinnen und Sportler ausschließe oder nicht, welche Möglichkeiten habe ich denn da rein juristisch gesehen und mit welchen Folgen muss ich gegebenenfalls rechnen, wenn ich Sportler ausschließe? Also man muss sich eben tatsächlich nochmal das eigene Regelwerk ansehen oder beziehungsweise auch das eigene Vertragswerk, je nachdem, was einschlägig ist. Und dann gucken, ob es da irgendwelche Ermächtigungen für einen solchen Ausschluss gibt. Sonst kann man sich eben, wie gesagt, kann man versuchen, sich auf diesen Allgemeinplatz der Prävention zurückzuziehen, wie es eben der IOC gemacht hat. Und das kann man schon auch ganz gut argumentieren, weil eben tatsächlich haben Verbände und Veranstalter halt eine Pflicht, natürlich Gefahren abzuwehren. Also das ist genauso die Pflicht, dass ich schauen muss, dass die Fans keinen Unsinn machen oder das ist ja auch Gefahrenabwehr letztlich. Also ich muss dafür sorgen, dass es keine Ausschreitung gibt und so weiter oder keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Alles das ist Ausschluss der Pflicht, Gefahren abzuwehren. Und hier tatsächlich auch bei Teilnahme von russischen und weißrussischen Athleten aufgrund der Erfahrung, die jetzt schon gemacht wurden, geschlossen werden, dass eine Gefahr für diese durchaus besteht. Also eben, dass zum Beispiel eben ein russisches Team steht im Fußballplatz auf dem Spielfeld und was passiert dann, wenn sozusagen ukrainische Flüchtlinge in den Rängen sind? Also eben genau das sind so die Punkte, die man sich dann vor Augen halten muss und das dient dann auch als Begründung, diese Maßnahme zu ergreifen. Gerichtliche Entscheidung dazu gibt es noch eher wenig. Du hast eingangs gesagt, dass ihr auch einen großen Verband betreut, die ein Event in Russland planen, eine Weltmeisterschaft sogar, also eine große Weltmeisterschaft.
Nun hat das IOC ja gesagt, oder die Richtlinie ausgegeben, die Empfehlung ausgegeben, keine internationalen Sportveranstaltungen in Russland durchzuführen. Jetzt ist natürlich die Frage des Verbandes oder auch die an euch gerichtet wurde wahrscheinlich. Wie kann so ein Verband dieser Empfehlung nachgehen und was wurde hier empfohlen? Auch hier ist es wieder einzelfallabhängig. Zuerst muss man in so einem Fall natürlich in den Vertrag schauen. Gibt es irgendeine Regel, die man in diesem Fall anwenden kann? Normalerweise gibt es in solchen Verträgen sogenannte höhere Gewaltsklauseln. Also sprich, sollte ein Event aufgrund von höherer Gewalt nicht durchführbar sein, dann kann man den Vertrag in der Regel auflösen. Hier ist ein bisschen fraglich, ob es tatsächlich als höhere Gewalt bezeichnet werden kann, wenn der Event hätte in Russland stattfinden sollen, weil natürlich auch immer die Regierung bei solchen Events stark hinter diesen steht, sowohl in der Finanzierung als auch in der Organisation. Also man kann versuchen auch hier zu sagen, dass der Event abgesagt werden musste aufgrund einer Handlung, die letztlich dem Organisationskomitee in Russland zuzurechnen ist. Dann kommt man natürlich leichter aus solchen Verträgen aus, wenn man das vernünftig argumentieren kann. Und vor allem muss man natürlich vermeiden, dass man sich möglicherweise schadensersatzpflichtig macht, weil gerade bei schon so kurzfristig anstehenden Events sind ja in der Regel schon einige Investitionen getätigt worden in Russland. Und natürlich will dann so ein Verband tunlichst vermeiden, dass man dafür schadensersatzpflichtig sein könnte. Wenn jetzt die höhere Gewalt nicht im Vertrag steht oder der Krieg nicht als höhere Gewalt gewertet oder ausgelegt werden kann, was gibt es denn noch für Möglichkeiten für Sportorganisationen, ein Sonderkündigungsrecht geltend machen zu können? Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Schalke und Gazprom. Da gab es ja keinen direkten Angriff von Gazprom, aber die Verstrickungen, die politischen, sind natürlich da. Und da steht ja auch ein Ruf des Vereins auf dem Spiel. Also die Frage an dich ist, welche weiteren Sonderkündigungsrechte gibt es denn? Nee, das ist genau richtig, was du sagst. Also der Rufschaden, der dadurch passieren würde, wenn man gezwungen wäre, solche Verträge zu erfüllen, der ist eben so massiv, dass das auch durchaus als Grund für eine außerordentliche Kündigung angeführt werden kann, haben wir auch schon gemacht und geprüft. Also das ist tatsächlich ein valider Grund, also gerade auch in so einem Sponsoring-Verhältnis, aber es geht eigentlich für alle vertraglichen Verhältnisse in diesem Bereich, also auch im Kleinen, auch eine Weltmeisterschaft, also auch die Ausrichtung einer Weltmeisterschaft ist natürlich auch mit einem, jetzt in Russland wäre natürlich auch mit einem massiven Rufschaden verbunden beim Sponsoring. Ist es ja zwar so, dass grundsätzlich der Verein sozusagen seinen Goodwill dem Sponsor anheimstellt, also sprich der Sponsor von dem guten Ruf profitieren darf, aber wenn natürlich der Sponsor auf einmal in so einen schlechten Ruf also gerät, dass er brutal abstrahlen würde auf den Gesponserten, kann es durchaus auch ein Kündigungsgrund sein. Und wir haben jetzt bisher nur über akute oder aktuelle Fälle gesprochen, von Ausschlüssen, von Absagen. Aber wenn wir jetzt mal nach vorne blicken, in die nächsten Jahre, ich hoffe ja oder wir hoffen ja, dass die Kriegshandlungen in der Ukraine auch schnellstmöglich zu Ende gehen und hoffentlich wieder Frieden einkehrt. Aber was ist denn beispielsweise, wenn ich jetzt ein Event in Russland geplant habe in 2024, 2026? Was für Möglichkeiten habe ich denn noch, außer einer fristlosen Kündigung oder einer Absage? Also in dem Fall haben wir dann irgendwie mal dafür plädiert, dass man vielleicht den Vertrag erstmal irgendwie so auf on hold stellen sollte. Also weil klar, 2024 ist lang hin, da stellt sich auch die Frage, habe ich noch diese Kündigungsrechte, die wir gerade genannt haben, eben aufgrund der akuten Rufgefährdung, stehen mir die jetzt im Moment zur Verfügung, wenn der Event eigentlich erst für 2024 oder 2026 geplant ist. Aber grundsätzlich muss man sich eben tatsächlich überlegen, ist es dann, wenn der Event erst 2024 stattfinden sollte oder 2026, ist es dann wirklich gerechtfertigt, den jetzt sofort zu kündigen, weil eben es besteht ja durchaus die Hoffnung, dass bis dahin wieder Frieden eingekehrt ist. Wir haben das jetzt mal versucht so zu lösen, dass erstmal die Vertragsdurchführung auf Eis gelegt wird, die weitere Entwicklung konstant beobachtet und spätestens Ende des Sommers darüber nochmal entscheidet, ob man jetzt sozusagen Hoffnung hat, dass es weitergeht oder ob man jetzt doch kündigen muss. Wir haben uns jetzt nur die eine Seite angeschaut. Natürlich muss man auch mal einen Blick nach Russland wagen, weil nicht jeder russische Sportler, jede russische Sportlerin oder auch jeder Verein und Verband ist in den Krieg involviert oder auch schuld daran, wenn man das so sagen darf, und hat ja sicherlich auch die Möglichkeit, rechtlich dagegen vorzugehen, gegen den Ausschluss, wie zum Beispiel Nikita Mazepin, der vom Haas-Team entlassen wurde. Gibt es da schon erste Athleten oder Verbände, die gegen die Sanktionen vorgehen? Hast du da Beispiele? Ja, also FIFA und UEFA haben es relativ schnell versucht mit einem Antrag auf einstweilige Verfügung bei dem Court of Arbitration for Sport in Lausanne, dem CAS.
Die sind aber dann gescheitert. Das war wahrscheinlich vor Hintergrund, waren einerseits natürlich die Europa League-Spiele, die anstanden, und andererseits eben die WM-Qualifikation. Bei Gericht gibt es die Möglichkeit, bevor ich ein volles Urteil beantrage, kann ich eben gerade in dringlichen Fällen, wie das hier ja der Fall war, eine einstweilige Verfügung beantragen. Die wurden aber jetzt zurückgewiesen, beide beim CAS. Aber es gibt auch mehrere mir bekannte andere Fälle, wo die Russen eben jetzt schon Berufungen beim CAS eingelegt haben gegen den vorläufigen Ausschluss der Athleten und Offiziellen. Das machen sie schon in vielen Sportarten. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, was kommt nach einem Gerichtsurteil? Meistens auch Schadensersatzansprüche. Und die gibt es ja zweifelsohne, wenn man sich die Vertragswerke anschaut. Beziehungsweise habe ich jetzt mal einfach gesagt, dass es die zweifelsohne gibt. Aber ist das so? Haben russische Athleten, russische Vereine, Verbände Schadensersatzansprüche gegen den Ausschluss aus den Wettbewerben? Nee, das ist also durchaus denkbar. Das kommt natürlich vor allem darauf an, ob der Ausschluss jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Das wird der CAS dann entsprechend feststellen. Wenn er nicht gerechtfertigt war und es auch noch schuldhaft so geschehen ist, dann haben tatsächlich die Athleten und Verbände Schadensersatzansprüche, müssen natürlich dann auch einen Schaden geltend machen können. Aber wenn es konkrete, gerade auch mit Sponsorenverträgen, kann es natürlich sein, dass die Athleten, die Teams, ihre Sponsoren deswegen verlieren, weil sie ausgeschlossen wurden und dadurch wirklich konkret einen Geldverlust haben. Dieser könnte schon geltend gemacht werden. Aber Voraussetzung ist, wie gesagt, immer, dass der Ausschluss als rechtswidrig qualifiziert werden würde von den Gerichten. Nur dann kommt ein Schadensersatzanspruch in Betracht. Und du hast ja gerade schon gesagt, mit der FIFA, UEFA und dem CAS gibt es ja gerade schon die ersten Rechtsprechungen. Gibt es denn daneben noch weitere, auf die man sich berufen kann, wenn man jetzt eben auch vor Gericht zieht gegen russische Sponsoren, Athleten und Verbände? Also für die meisten internationalen Verbände ist der CAS zuständig. Das ist irgendwie so ein Standard, dass die in ihren Statuten den CAS einzig zuständiges Gericht vereinbart haben. Deswegen wird es in der Regel auch so sein, dass der CAS über all diese Fälle entscheidet. Erstmal vielen Dank für diese zahlreichen Einblicke in eure Fälle oder was sich da draußen gerade tut rund um das Thema Krieg in der Ukraine. Was hast du denn vielleicht abschließend für Tipps für Sportorganisationen aus unserer Hörerschaft, die heute zuhören, die sich gerade mit diesen konkreten genannten Fällen auch beschäftigen müssen, die jetzt vielleicht gerade aufkommen, weil sie ein Event planen, weil sie russische Sportler haben bei ihren jetzt startenden Ligen oder Events? Also tatsächlich muss man sich wirklich genau die eigenen Bestimmungen, die eigenen Verbandsregularien anschauen, ob diese einen Ausschluss oder eine Suspendierung von russischen Athleten, Offiziellen, vielleicht sogar der Mitgliedsverbände hergeben. Wenn es um Veranstaltungen geht, muss man sich das Vertragswerk genau anschauen, unter welchen Voraussetzungen ich möglicherweise diese Verträge kündigen kann. Es ist schwieriger, dass es immer einzelfallbezogen ist, weil es kommt immer auf den einzelnen Vertrag an, es kommt immer auf das einzelne Regelwerk an. Deswegen ist es schwierig, allgemeine Tipps zu geben, beziehungsweise ist dann wahrscheinlich der beste Tipp, einen Anwalt hinzuzuziehen, der sich diese Sachen anschaut und genau auf diese Fragen eben abklopft. Sehr gut, Christian. Vielen lieben Dank. Wir haben jetzt eine große, weite Reise gemacht. Wir hoffen natürlich erstmal, dass wir wenige Entscheidungen vor Gericht und mehr sportliche Entscheidungen haben auf dem Platz, auf dem Feld, in der Arena, im Stadion, und dass wir da hoffentlich wieder Frieden hinbekommen. Da können wir beide wahrscheinlich gerade relativ wenig machen, aber danke erstmal für den Einblick. Was liegt dir denn abschließend noch auf dem Herzen? Was möchtest du loswerden in Richtung Sportbusiness von deiner Seite aus? Und wie kann man euch erreichen, wenn man Fragen hat? Ja, ich kann mich natürlich dir nur anschließen. Also eben das allerbeste wäre, wenn es jetzt sofort so schnell wie möglich vorbeigeht und man sich solche Gedanken überhaupt nicht mehr machen muss. Weil es ist im Endeffekt, verlieren alle. Es ist wirklich fürchterlich. Eben, man will natürlich nicht irgendwelche Athleten, die da zu 99,999% wirklich nichts dafür können, in Mitleidenschaft ziehen. Es ist alles ganz fürchterlich. Genauso wenig will man natürlich mit wirtschaftlichen Sanktionen das russische Volk, das wahrscheinlich auch zu einem hohen Prozentsatz nichts dafür kann und auch das diese Sachen nicht unterstützt, da nicht treffen. Also eben, ich kann mich deiner Hoffnung nur anschließen. Und ja, im Übrigen muss man aber gleichzeitig natürlich jetzt mit dieser Situation umgehen. Wir versuchen dabei, bestmöglich zu unterstützen. Finden kann man uns natürlich online unter www.lenzestopper.eu oder über E-Mail sind wir jederzeit erreichbar. Die E-Mail-Adressen findet man auch auf unserer Homepage. Sehr gut. Vielen Dank, Christian. Ich habe noch eine Sache, die ich loswerden möchte. Und zwar, wir sind Partner von Athletes Stand Up. Das ist eine Initiative, die auch die Menschen in der Ukraine vor Ort unterstützt, initiiert von Apollo 18. Vielen lieben Dank für diese Initiative. Wer da Partner werden möchte oder spenden möchte,
kann das gerne machen. Wer mehr als 15 Euro spendet, und das sollte jeder von uns haben, bekommt auch ein entsprechendes Package an Schnürsenkeln, die in dem Ukraine-Look sind, mit dem Schriftzug Athletes Stand Up. Verlinken wir euch nochmal. Seid gütig, spendet vielleicht ein bisschen, wenn es euch nicht wehtut. Und ansonsten vielen Dank, Christian. Liebe Grüße nach München. Mach's gut und ciao, ciao. Danke, Daniel. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Reinhören. Du willst keine digitalen Trends im Sportbusiness mehr verpassen? Dann habe ich da was für dich. Denn mit unserem Weekly Update Newsletter erhältst du jeden Freitag die Top-News aus Sportbusiness, Marketing, Social Media und Tech direkt in dein E-Mail-Postfach. Mach's also wie 1500 Leute vor dir und abonniere das Weekly Update jetzt kostenfrei unter sportsmaniac.de/wu. Der Sportsmaniac Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.